Ich muss ehrlich sagen, es ist viele Fortschritte gemacht werden in Richtung Marktorientierung. Aber wir sind noch nicht an unserem Ziel. Und ich muss ehrlich sagen, auch ich bin nicht persönlich ein Befürworter für eine ideologische Vertrauen in den Markt. Sie sind im Prinzip keine Gegensätze, aber es gibt trotzdem eine gewissen Zusammenhang zwischen jedem Teil dieses Dreiecks. Energiepolitik kann nur dann glaubwürdig und erfolgreich sein, wenn ihr Ziel sichere, nachhaltige und bezahlbare Energie ist. Wichtiger Bestandteil dieser Energiepolitik auf europäischer Ebene ist das Ziel eines einheitlichen europäischen Energiebinnenmarkts im Energiebereich. Lassen wir jetzt den Markt funktionieren. Das ist unsere Zielsetzung. Niedrigere Preise, bessere Wahl, Innovation, Qualität und natürlich Wettbewerb. Kurzfristig ist eine andere Qualität als langfristig. Was steht dahinter? Dahinter steht ein Ziel: mehr bessere Eingang für Dritte. Wir brauchen erneuerbare Energie. Wir brauchen mehr Wettbewerb zwischen den Unternehmen im Energiebereich. Das ist für uns der Grund, warum das Thema Entflechtung so wichtig ist für die Ingangsetzung des dritten Pakets. Stichtag 3. März ist wichtig. Das bedeutet nicht, dass am 4. März wir Vertragsverletzungsverfahren eröffnen werden gegen alle Mitgliedstaaten. Natürlich nicht. Entflechtung oder Unbundling oder Entkopplung, Enteignung habe ich auch gehört in bestimmten Quellen. Putin hat gesagt vor 5 Wochen, Robbery. Wir hielten Ownership Bundling für wahrscheinlich die Lösung, die wirklich klar war für die Unabhängigkeit der Netzbetreiber von den Lieferanten, von den Endvertreibern. Und dann hatten wir auch ein Modell entwickelt, ISO, Independent Systems Operator, ein amerikanisches Modell. Sie können nicht verbieten, dass ein vertikal integriertes Unternehmen in der Lage ist, neutral zu bleiben seinen Konkurrenten gegenüber. Es läuft mehr oder weniger in die Richtung, die vorgesehen war. Im Rahmen der Verhandlungen auf Ratsebene in Europa, die Mitgliedstaaten, die für das ITO-Modell plädiert haben, wollen das ITO-Modell und andere zögern über Ownership Unbundling oder ISO. Ich habe nur eine Botschaft für den österreichischen Raum. Wenn Sie zu einem Modell kommen, das zwischen ISO und ITO ist, hätten wir meiner Meinung nach kein Problem, insoweit die grundsätzliche Zielsetzung, die ich erwähnt habe, wirklich respektiert sind. Im Strombereich haben Sie kein Problem, aber im Gasbereich haben Sie mehrere Probleme. E-Control hat einen großen Beitrag zu den
zu der Verbesserung der Regulierung auf europäischer Ebene geleistet. Ich würde nicht sagen, dass das Thema Binnenmarkt, europäischer Binnenmarkt, wirklich abgedeckt wird durch eine Koordinierung der nationalen Regulierer. Denken Sie daran, dass wir nochmal einen Rahmen schaffen werden, die erlaubt, dass wirklich ein echten Wettbewerb bestehen kann, überall in Europa. Nicht nur haben wir ein großes Netz, eine bessere Möglichkeit, alle möglichen Quellen von Energie auszugleichen, aber mit einem hohen Prozentsatz von erneuerbaren Energie brauchen wir insbesondere ein Netz, das diese Ausgleichsfunktion gewährleisten kann mit Verbindungen Nord-Süd. Ich glaube, die Regierungschefs werden auf jeden Fall sagen, haben wir so viel Zeit, das zu machen? Wo sollten wir diese Verfahren beschleunigen und die Regulierer, die Betreiber und Kommissionen ermuntern, einen Zeitplan zu entwickeln, die wirklich viel ehrgeiziger ist als in den Verordnungen und in den Richtlinien. Wenn wir wirklich einen echten Markt wollen im Gasbereich, kann mir nicht mehr von einer Trennung zwischen Transit und internen Bedarf sprechen. Es gibt eine Lücke in der Gesetzgebung für den Energiemarkt, für die Energiemärkte, sei es OTC oder Handel mit Finanzprodukten, um diese Lücke abzudecken. Das haben wir gemacht letztes Jahr, am 7. Dezember. Wir haben schon in Nordwesten Europas im Strombereich Marktverkopplung im November 2009. Das war auch sehr, sehr nützlich. Das bereitete den Boden vor. Im Gasbereich haben wir einen neuen Zuschnitt der Regionen in Südosteuropa vorgeschlagen. Ich erwähne nur ein Beispiel. Gehört Italien wirklich zum Markt, im gleichen Markt zu Südosteuropa, sollte es nicht eher verbunden mit dem französischen Markt? Wir haben viele Fortschritte gemacht auf nationaler Ebene, auf Kommissionsebene. Wir haben angefangen, einen integrierten, einheitlichen Binnenmarkt zu schaffen in Europa. Und die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher bestehen bereits fast überall. Obwohl einige Untersuchungen sagen uns, die Verbraucher haben in bestimmten Ländern ihren Lieferanten gewechselt und dann sind sie zu höheren Preisen gekommen. Also wir sollten die Verbraucher zuhören manchmal und darauf reagieren. Die erwarten, dass ich als ehemalige Wettbewerbshüter sagen, behördliche Preisregulierung soll auf ein Minimum beschränkt werden. Aber wir sollten aufpassen, Kartellrecht, der Markt selbst gibt nicht immer die richtige Lösung für die Endverbraucher. Und deswegen brauchen wir wahrscheinlich mittelfristig auch eine starke Intervention der Regulierer in bestimmten Ländern und bestimmten Bereichen.